Während in Corona-Zeiten die Leute ihre Bleibe aufräumen, haben wir uns das Benno-Haus vorgenommen und die Grünflächen reif für den Sommer gemacht. Ja, wir haben uns heute Morgen so um 10 getroffen, haben erstmal uns die Beete angeguckt, was da für die Lage überhaupt ist. Es lag super viel Müll drin, super viele Kronkorken, Schnapsflaschen, Scherben, ganz viel großes Holz, sperriges Holz und natürlich auch Laub von Jahrzehnten. Und dann haben wir uns so ein bisschen in Teams aufgeteilt, wer hier welches Beet übernimmt. Haustechniker Lee koordiniert unter anderem die Aufräumaktion und erklärt, wie die Planung aussieht. Dabei soll halt hauptsächlich der Müll entsorgt werden. Es ist auch viel Müll da drin, der Kindern gefährlich werden kann. Es sieht fürchterlich aus. Man könnte ganz tolle, hübsche Flächen daraus machen. Und das versuchen wir heute zusammen hier mit den Wuftis in Eigenregie. Wir haben schon sehr viel geschafft. Die Beete sollen nachher sauber aussehen. Und wir werden auch selber noch ein bisschen was anpflanzen. Ob das in diesem Jahr hinhaut, ist nicht sicher. Wir probieren das. Natürlich streben wir beim vielen Rechen und Fegen auch ein langfristiges Ziel an. Wir haben halt generell versucht, die öffentliche Fläche um das Bennohaus herum für alle möglichen Leute, die auch vorbeigehen oder auch öfter ihre Zeit verbringen, attraktiver zu gestalten und auch für die Zukunft nachhaltig schöner zu machen. Und wir erwarten uns davon, dass die Anlagen, wenn sie einmal sauber sind und auch die Leute sehen, wie toll das jetzt ist, nicht direkt wieder zumüllen. Und dann haben wir da alle was von. Und gelernt haben wir auch noch eine Menge. Ich zeige euch mal, was eine Hake ist. Das ist nämlich keine Hake. Das ist ein Rechen. Und? Das ist eine Hake. Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war's schon.